Ah, super. Für alle, die das Format nicht kennen, es sind kurze Vorträge, kurze Präsentationen, eigenes Projekt, irgendwie, was man schon immer mal sagen wollte, zeigen wollte, etc. So 5 bis 10 Minuten. Wir haben im Moment 10 Einreichungen, das heißt, bei einer Stunde Slot wären das 6 Minuten pro Person. Das ist ein bisschen sportlich, deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr hier Laptops wechselt, macht das schnell. Sollten wir nicht durchkommen, versuche ich noch einen Slot anzuhängen, beziehungsweise im Abend zu organisieren. Das kann ich aber noch nicht versprechen. Deswegen fangen wir direkt an mit Stitch, der von der Schar erzählt. So nervous. I have to do everything at the same time, so I hope this is my SVG file. No, it's terrible. Oh, well. There's a contest now for making a logo for SHA, and it appears that you can do SVGs with invisible lines, so I try to make the logo in one single path, and it will be terrible. So let's start about SHA. In the Netherlands, every 4 years since 1989, there's been a hacker conference, and since 1993, it has been an outdoor hacker conference, much akin to the CCC outdoor conference that you also know and have every 4 years. Even more factual is that the Dutch started it, and then people from the CCC said, this is so awesome, we want to have this too. So that happened, and it's now a really big thing. So, and it has been great. I've been to the last one in 2015, and I've been to EMF this year, and next year it's time for the Dutch people to have SHA. We always have a three-letter acronym, and it was usually really easily decided on what the acronym should stand for. We don't know yet, so this is now a meme. So we have like 10,000 of different. We have IRC bots that decide what the acronym should stand for. So but we were unified in we have to name it SHA, but that's it. This is our temporary logo until we have the. till the design contest. It is in Comic Sans Noi, so it's an open font. It's the open version of Comic Sans. So here you have got some pictures of the previous conferences we had. This is the enormous stands of OHM, Observe, Hack, Make. There's the What the Heck track tent and some nice road signs. So I think I can skip the why part because I don't have too much time. But of course, for the red pill moment, knowing how things work, you can maybe click through the video recording afterwards. For sharing knowledge, of course, meeting people that you understand and understand you, there's nothing like it really. And of course, it's community empowering, especially that this is the event that combines the Dutch community with all its terribleness and all its flakiness. So there's a lot of discussions on people that fundamentally disagree. And this is the first time that there's a platform to do that within the Dutch community. So we still have a lot of fun, nonetheless. More pictures, of course. Some of the these are all the events we had. And they still grow in numbers. We think about getting 5,500 visitors this time. So I hope to all see you there. There are some acronyms that have been submitted, like Still Hacking Anyway, or Supreme Hacking Assembly. SHA hates acronyms. "6,000 hackers arrested." something with question marks. "SHA has ash." Silly hacker acronym. Well, and there's been many, many more. So it's really funny to have no meaning to the acronym. It's the best. So what could possibly go wrong with sticker wars and such? We will see. This is a nice picture from What the Heck. Until What the Heck, the police always showed up with a big surveillance van outside of the gate, maybe even at heart. They stopped doing that the last conference, as far as I know. But yeah, they made
may just be able to buy a ticket and still be there. So that's much easier to bring to bring a van. So we are basically having a directional microphone towards the van. there's my partner in crime. So we got the first. Yeah. The last. Oh, we got the first. Oh, damn it. I was told we got the last. We can do it two times. Can we do it two times? Hello, this is McFly, for who doesn't know this. Actually, there's this may be a nice moment to talk about the organizational structures. We've got a lot of teams. One of them is the Projektleitung. Projektleitung, yeah, is that correct in German? Yeah. Projektleitung. And there are like eight people that have to somewhat manage the chaos into processes. And that works pretty nice. And there's a team for volunteers that makes sure that there will be massages for the volunteers and such. So, and there's a content team that's basically operating independently and making sure that there will be top-notch content. And yeah, really insanely difficult subjects will be addressed at camp next to more light subjects. It's 5 days. Yeah, you can bring your own installations as such. You know the format all. So more pictures from even. So when is it? It's on the 4th to 8th August of 2017. So mark your calendars. It's 4th to 8th August 2017. If you want to be part of the orga, or then you obviously can visit earlier. There are more details about that on our beautiful website, that is sha2017.org. The field day has been passed. Some more pictures. Sorry? Yeah, it's oh, the orga meeting. Yeah, I try to figure out the internet here. So it's radiology. Oh, it's so fast. They have a contest for the weirdest username and password. They know, they can read it. So you try something. It's probably not going to work. Maybe I made the same thing. Made the invite for the next orga meet on this laptop. I have a question between who of you hasn't been on a hacker camp? Not been on a hacker camp. Like, I want the negative. Who doesn't know the format? So that's roughly 25% of the people. That is a lot more than I expected, actually. Yeah, the topic that is possibly interesting for the Germans, that as the Dutch tend to call them. There was a bit drama with the CCC last time, which now is kind of blamed on our Dutch orga. We hope that we get that a lot better this time, and for that we would like to include a lot of the Dutch of the Germans into the orga of the Dutch hacker camp. So, especially if you would like to help before the event, organizing the events in all of the different teams, you're really invited to join. And yeah, I'm sorry. It's we have to pick a date, so it's parallel to Wacken and it's parallel to some other stuff too. So we had to pick a choice in the end. And anyway, who of you who would like to have a more verbose explanation of Sha and what we're going to doing? We will have today evening at 20 o'clock to 22 o'clock. So from von 8 bis 10 gibt's im Kreissaal noch eine weitere großläufige Erklärung des Sha. Wir haben einen the language problem. We'll not choose the third language, which is Dutch, today. So we'll try to stick in English and a bit of German. But everybody who is interested to come to the Sha, who is interested to volunteer on the Sha, who is interested to help on the Sha, please come to our meeting between 8 and 10 o'clock in the Kreissaal, which is the room over there. So the terrible thing in the very much open source software Photoshop is an orga meet invite for the 24th of September. More on that later.
I want to finish off with the final slide, and there are so many, it's ridiculous. So this is one of these the things that happened. I wanted to have the URL, but I apparently forgot because internet. So this is like a nice picture from the previous conference, and we have to top this like by tenfold. So you're all invited to join tonight, and well, be at home. And yeah, that's it. See you later. Thank you. Dankeschön. Wie McFly schon gesagt hat, nachher von 8 bis 10 im Kreissaal hinten detailliertere Informationen zur Schar. Jetzt kommt Cheetah, der erzählt uns was über die Netzbuddler. Wir legen den Scheiß jetzt einfach selbst. Und danach darf sich mal das POC bereithalten. Viel Spaß. Ja, hallo. Mein Name ist Cheetah und ich habe ein Problem. Ich wohne in einem Land mit scheiß Internet. Und ich würde das gerne ändern. Das ist ein kleiner Screenshot von einem Speedtest aus dem Südschwarzwald von meinen Schwiegereltern. Download 3,2 Mbit, Upload 0,1 Mbit, haben sie seit 2 Wochen, vorher hatten sie 0,7 und 0,1. Ja, das ist scheiße. Deswegen, das war nicht die erste Situation, habe ich schon öfter mal ein bisschen gerantet. In anderen Ländern funktioniert das. In Schweden und auch in Deutschland haben schon Communities Löcher gegraben, weil bei Tiefbauarbeiten, das sind so die teuersten Teile, bei so Glasfaserausbau anscheinend, da kann man sich organisieren. Man kann sich organisieren, Glasfaser selbst zu verlegen. Und da es nicht bei dem Rant bleiben sollte, habe ich gedacht, okay, werden wir doch mal produktiv. Wie ihr seht, das war im September 2015, dann gab es noch viele andere Projekte, wer kennt das nicht. Im April 2016 hatte ich dann mal das Discourse-Forum aufgesetzt und habe mal ein bisschen Werbung über Twitter gemacht, dass man sich doch registrieren soll, habe dort auch ein bisschen erklärt, um was es eigentlich so geht. Und ja, worum geht's? Wie gesagt, wir haben schlechtes Internet, Glasfaser ist die Lösung, nicht Richtfunk, nicht Vectoring, Glasfaser. Ich möchte ein Glasfaserkabel bis in meine Wohnung haben. So, das ist kompliziert, auch in Deutschland, aber ich finde, das ist ein zu lösendes Problem. Dafür braucht man Genehmigungen, aber ich denke zum Beispiel eine Gemeinde, die die Genehmigung erteilen kann, Löcher zu buddeln und dort was zu verlegen, die ist sehr aufgeschlossen Leuten gegenüber, die das billig machen und ihre Gemeinde vielleicht mit Glasfaser anschließen. Dann ist es leider nicht getan, einfach ein Loch zu buddeln und eine Glasfaser reinzuwerfen, die muss man vorne und hinten anschließen. Aber auch das ist lösbar, weil es soll Leute geben, die sowas beruflich machen, gerade vielleicht in diesem Kontext hier. Ja, dann hat man noch das Problem, wer verlegt denn die Kabel? Da muss man sich auch irgendwie organisieren. So ein gemeinnütziger Verein ist zwar ganz nett, aber das Thema Glas und so weiter, da hängt schon ein bisschen Geld dran. Deswegen ist meine aktuelle Information, dass vielleicht eine Genossenschaft vielleicht am besten ist, aber ich lasse mich da auch eines Besseren belehren. Darum geht es nämlich. Wir wollen nämlich eine Community aufbauen von Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, wir organisieren uns Technikgenehmigungen, wie organisieren wir uns selbst und klären auch die rechtlichen Aspekte. Und was machen wir denn mit dem Kabel? Vielleicht ist es ganz geschickt, so ein paar kleine Orte zu nehmen, die mit Glasfaser zu verbinden, das Kabel jemand anderem zu vermieten, das Geld wiederum zu nutzen, um mehr Orte und so weiter und so fort anzuschließen und dann am Ende vielleicht die Internetsituation in Deutschland ein bisschen zu verbessern. Ja, deswegen, wie gesagt, ich habe da mal so ein Forum aufgesetzt, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste. Deswegen würde ich euch bitten, macht euch doch einen Account, lest euch doch mal in die bestehenden Beiträge ein bisschen ein, bringt neue Ideen ein, weil, wie gesagt, außer einem bösen Rant über, oh, das Internet ist wieder so scheiße, hatte ich eigentlich nicht viel mehr Background, das Ganze zu starten. Deswegen ist Hilfe von euch sehr erbeten. Macht doch einfach euch einen Account, hängt euch rein, diskutiert mit, bringt Ideen ein. Vielleicht entwickeln wir ja eine Idee und eine Community, um das Thema Internet in Deutschland ein bisschen zu verbessern. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes haben wir Herbert, der was über das POC erzählt. Und der Chaser dürfte sich dann mal danach bereithalten. Gibt es gerade noch Fragen an Cheetah, solange Herbert umsteckt?
Gibt es schon erste Projekte, geplante, konkrete? Die Frage war, ob es schon erste Projekte gibt. Ich habe es geschafft, das Forum aufzusetzen. Ansonsten bin ich gerade bei Freifunk etwas aktiv. Also nein, noch nicht so wirklich. Es gibt ein paar Diskussionen, aber ich habe auch mal angefangen zu fragen, wo ihr denn, also wo man denn überall am besten Glasfaser gerne hätte. Was tust du da? Ja, nee, erste Projekte nicht. Ich hatte nur mal gefragt, wo es denn überall nötig wäre. Also Antwort ist eigentlich überall. Dankeschön. Dann jetzt auch mit funktionierendem Bild an Herbert. Ja, hallo, ich bin Herbert. Man hat es bestimmt schon gesehen, Eve und Eve und das Entropia Mikropok, das sind die beiden starken Marken der deutschen Entropia, dem ganzheitlichen Telekommunikationsprovider im Chaos. Vielleicht ein paar Key Facts zu uns. Wir sehen uns persönlich als Nummer 2 der Telekommunikationsprovider im Chaos. Wir bieten dabei nahezu alle Dienste an, die man sich über sein Kupferkabel vorstellen kann. Wir haben in unseren Konferenzen mittlerweile bis zu 1000 registrierte DECT-Teilnehmer und 29 Festnetz-Breitbandanschlüsse geschaltet. Dabei sind wir in über 3 Ländern Europas aktiv und 66% circa unserer Aktivitäten finden im Ausland statt. Das kann man vielleicht noch verbessern, dass wir auch in Deutschland ein bisschen aktiver sind, zum Beispiel auf solchen kleinen Konferenzen wie der MRMCD. Was macht das Mikropok? Das Mikropok verteilt hauptsächlich langzeiterprobte DECT-Technologie, nämlich in etwa dieselbe, wie man sie vom Eventphone kennt. Wir können aber auch knapp 100 Festnetzanschlüsse realisieren auf einer Konferenz. Bedeutet, ihr kriegt ein Tischtelefon für Speaker, für die Backstage-Bereiche, für was man haben will. Und wir haben zusammen mit der Eve und Eve und dem Mikropok dann auch das Eve NT-Phone. Das ist ein All-IP-Anschluss. Genau. Und dazu gibt es Cloud-Management der neuesten Generation zur Kundenverwaltung, mikropok.de, wo man sich registrieren kann und sich seine Nummer klickt. Und worüber wir auch unsere Telefonanlagen verwalten können mit einem separaten Admin-Bereich. So sieht das Ganze aus. Wenn es eingelagert ist, und da unten ist unser Einsatzmobil, mit dem wir immer rumfahren. Eve und Eve, das ist die neueste Ausgeburt quasi der GPN. Das ist die schnellste Verbindung. Wir haben uns gedacht, Kupferkabel, das ist doch cool. Das ist doch fast Glasfaser. Und deswegen möchten wir über unser Kupferkabel bis zu 100 Mbits anbieten. Und zwar alles aus einer Hand. Telefon, Internet und Eve Entertain. Eve Entertain ist quasi nichts anderes als das Entertain, wie ihr es auch von einem größeren Entertain-Anbieter hier in Deutschland kennt. Es ist noch ein bisschen in der Entwicklung, aber das kommt sicher bald. Und das Tolle ist, wir sind so zukunftssicher, also es geht quasi die Glasfaser in unseren D-Slam rein und es kommt Kupfer raus. Wie in Deutschland, schön. Natürlich gibt es dann auch All-IP-Anschlüsse, und wir können auch ISDN-Anschlüsse realisieren und Analog-Anschlüsse, was ihr haben wollt. Und unser D-Slams, beziehungsweise unsere D-Slams können theoretisch bis zu 320 Leute auf einer Konferenz mit Internet versorgen. Super. Das Ganze sieht dann so aus. Ja. nicht anders als unser Outdoor-D-Slam auch. Da oben sehen wir auch noch einen Telefonanschluss, der über Eve NT-Phone realisiert wurde. Und da unten sehen wir zum Beispiel auch, das ist vom letzten Easter Hack in Salzburg, da haben wir eine entlegene Gegend in diesem Konferenzgebäude mit Internet versorgt, weil es da einfach nicht genug Adern hingab. Bitte? nein, nur auf der Easter Hack. Ja, das Schöne ist, wir setzen dabei auch auf modernste Hardware. Wir haben da mal uns vorgestellt, wie unsere Fritzbox aussieht. Ich meine, andere Provider färben es ja auch ein. Das haben wir dann mal bei unserem Technologiepartner AVM angefragt, ob wir vielleicht auch so eine Fritzbox bekommen. Uns wurde dann für nächste GPN diese Fritzbox versprochen. Da warten wir. Nein, Waffeleisen leider nicht, aber das ist ein integrierter Gulasch-Kochmechanismus. Also, es ist sehr schön. Da warten wir noch drauf, wie da der aktuelle Entwicklungsstand ist. Aber wir gehen fest davon aus, dass zur 17. GPN uns diese Fritzbox zur Verfügung stehen wird und damit auch euch. Vielen Dank.
Achso, das ist unsere E-Mail-Adresse. Bucht uns für eure Konferenzen, wenn ihr Telefonie braucht. So, vielen Dank ans Mikropok, an Herbert. Als nächstes kommt Tracer, der uns was über Datenschmutz erzählt. Und der Carsten darf sich dann mal bereithalten für den nächsten. So, soll ich noch irgendwas erzählen, bis du fertig bist? Ja, ich wollte gerade nochmal auf die Slide hinweisen, aber bucht das Mikropok für eure Veranstaltung, denn sie sind gut. Tolles Mikropok, gerne wieder. Bitte? Ich bin nur für die Lightning Talks zuständig. So, hallo. Also mein Name ist Chaser oder Christian. Ich komme von Binary Kitchen Ringsburg und ich habe seit längerer Zeit ein Konzept im Kopf, was ich Datenschmutz nennt. Und zwar prinzipiell, wir haben ein Riesenproblem in Deutschland. Das geht mir gerade ganz gehörig auf den Sack, nämlich Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, ich brauche keinem erklären, was das ist, das wisst ihr. Und ich habe mir überlegt, man könnte sich doch eine Gegenmaßnahme dazu mal einfallen lassen. Und habe dazu folgendes Konzept hier mal gebastelt. Also gleich vorab zu sagen, es ist ein Konzept, es gibt bisher noch keinen Code. Ich mache das Ganze hier, weil ich eigentlich mal Leute suche, die Interesse dran haben, mir da zu helfen. Und zwar geht es mir darum, Generierung von willkürlichen Metadaten. Das heißt, die Idee ist, Vorratsdatenspeicherung für Provider kostspielig zu machen und aufwendig zu machen. Die naja, wenn die... Hallo? Achso. Wenn die Lobbyarbeit halt für sowas ist, dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, die Lobbyarbeit vielleicht in eine andere Richtung zu schubsen, wenn wir schon nicht so wirklich eine Chance haben, das gegen den Gesetzgeber zu unterbinden. Die Idee ist folgende. Im Prinzip soll das Ganze eine simple Server-Client-Applikation sein. Auf Serverseite gibt es eine Metadatenschleuder. Das ist einfach ein Sammelsurium von Telefonnummern, von Teilnehmern, die an diesem Projekt teilnehmen möchten. Bevor jetzt jemand kommt mit Datenschutz, dazu sage ich später noch was. Und eine API mit potenziellen SURF-Zielen. Dazu soll daraus ein Android-Client dazu entstehen, wo die Leute, die da teilnehmen, den sich aufs Handy installieren und damit quasi Fake-Daten erzeugen können. Die Client-Software soll quasi gefakte Telefonate führen. Und zwar habe ich mir das folgendermaßen überlegt, dass eine Telefonnummer von der API, von der Metadatenschleuder abgerufen wird, von einem potenziellen Gesprächspartner. Dann wird ein gefaktes Telefonat erzeugt. Am Anfang von diesem Telefonat wird ein Audio-Footprint einkodiert, den das Telefon auf der anderen Seite erkennen kann. Wenn das Telefon auf der anderen Seite so einen Anruf annimmt und dieses gefakte Telefonat erkennt, wird es das dem Nutzer einfach nicht zeigen. Eine SIM-Karte ist in der Lage, mehr als ein Gespräch parallel zu führen. Also kann man da im Hintergrund mit wahrscheinlich den meisten Telefonen sowas erzeugen. So, der Empfänger muss natürlich ebenfalls den Client installiert haben, sonst kriegt er diesen ganzen Garbage natürlich ins Ohr gehauen, was blöd ist. Potenziell bei SMS funktioniert das ganz genauso. Man hat einfach ein Dictionary mit 1000 Fake-SMS und holt sich, wenn man so eine SMS schicken will, von der Metadatenschleuder eine Art, ist kein Salt, aber einfach ein String aus 5 random Zeichen. Der Gegenüber, also der hat eine gewisse Gültigkeit, meinetwegen von 30 Sekunden. Der Gegenüber, wenn er eine SMS empfängt, tut er die ersten 5 Zeichen der SMS an die Metadatenschleuder übertragen. Kennt die Metadatenschleuder diese SMS? Verwirft sie die einfach. Genau, so kann man halt da eine Menge Müll auf SMS-Ebene erzeugen. Banal wird das Ganze natürlich beim Surfen. Man holt sich einfach von der Metadatenschleuder irgendeine URL ab, surft die an, folgt einen Links auf der Seite und simuliert damit quasi ein realistisches Surfverhalten von dem User. Genau, natürlich erzeugt das Ganze eine Menge Probleme. Punkt 1, Datenschutz. Klar, die API dürfte relativ einfach zu scrapen sein. Andererseits, es benutzen so viele Leute WhatsApp, ich bin mir nicht sicher, wie scheißegal den Leuten eigentlich ist, wer alles ihre Telefonnummer hat. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen akkulastig. Ich meine, wenn ich dann am Tag 400 Telefonate führe, das ist ein Problem momentan. Zum anderen dürfte es nicht ganz banal sein, falsche Metadaten zu erzeugen, die man nicht mit Mustererkennung aus dem Datenmüll, der dann beim Provider liegt, auslesen kann oder erkennen kann. Das Ganze ist natürlich auch mit der Kostenfrage verbunden. Logisch, es macht natürlich Sinn, wenn ich eine sinnvolle Telefon-, SMS- oder Datenflat am Handy habe, weil sonst zahle ich mich für so ein Projekt dumm und dämlich. Das nächste Problem, was wir heute früh noch diskutiert haben, ist, also das mit Fabian, der hatte da eine relativ gute Idee, ich muss natürlich beim Fake-Anruf potenziell erstmal jedes Gespräch annehmen.
Das heißt, ich brauche eine Menge Rechenleistung im Handy, um quasi eine Pseudo-Warteschleife im Telefon selbst zu erzeugen, die dem Nutzer auf der anderen Seite, wenn es ein echtes Telefonat ist, erstmal präsentiert wird. Vorschlag war da, eine Art Push-Notification vom Server zu machen. Und natürlich ist es auch sinnvoll, den Traffic mit der Metadatenschleuder sinnvollerweise irgendwo über Tor oder sowas zu verstecken, weil, naja, wenn vor dem Telefonat dann so ein Traffic passiert, dann weiß ich halt als Netzprovider, was halt Müll ist. Wie gesagt, es gibt eine Menge Probleme. Ich habe schon gesagt, warum ich das mache. Ich suche Leute, die Interesse haben, da mit mir an diesem Projekt zu basteln. Wäre cool, wenn mich da jemand kontaktieren möchte, den das interessiert. Da drüber bitte. Ja, gibt es da Fragen irgendwo? Nicht die Provider, das falsche Ziel. Das, die haben doch auch keinen Bock auf die Kosten, die sich mit so einer Vorratsdatenspeicherung annimmt. Also, die haben doch auch kein Interesse daran, sondern der Bundesnachrichtendienst ähnlich haben. Also, das ist korrekt, aber was die Idee von mir dahinter ist, eine Lobbyarbeit vom Provider zu erzeugen, der dem Gesetzgeber klar macht, dass das für ihn zu kostspielig ist und er das nicht durchziehen kann. Ich glaube da hinten, na, hinter dir zuerst, sorry. Genau du. Beides. Beides. Also zum einen soll es erstmal nicht so ganz einfach möglich sein, die Daten auszuwerten und halt quasi eine Lobbyarbeit anzuregen, das über die Provider beim Gesetzgeber als sinnfrei hinzustellen und damit das quasi zu erwürgen. Ich glaube, eine Frage war noch. Das ist meine Kontaktdaten. Wie gesagt, wenn euch das Thema gefällt, kontaktiert Chaser. Applaus dafür bitte. Verzeiht mir, dass ich das etwas ruppig unterbreche, aber wir haben noch ein paar Talks. Als nächstes haben wir den Carsten, der euch was über Robot-Stuff erzählt. Ich muss ihm nur kurz meinen Laptop geben. Und als nächstes darf sich dann schon mal der Tee bereithalten. So, und wenn ich das jetzt noch umgestellt kriege und es das tut, was ich will. Na, das sieht doch ganz gut aus. Bitteschön. Jawohl, hallo. Ich wollte euch ein bisschen was erzählen über Roboter. Jeder mag die. Ich habe mir einen gekauft und ein paar Erfahrungen gemacht, die positiv und negativ waren. Und da mag ich ein bisschen was erzählen. Das ist ein sogenannter SCARA-Roboter hier. Das ist die Steuerung, die dazu ist. Das ist aus den 80ern. Ist alles ein bisschen älter. So ein SCARA-Roboter, das ist die Abkürzung, dafür steht das. Die sind relativ schnell, sehr schnell auf den Achsen unterwegs. Haben vier Bewegungsrichtungen, die sie sich bewegen können, und das kann man dann in so ein kartesisches Koordinatensystem mappen. Wen das interessiert, ich habe eine Demo davon, eine Simulation, die zeige ich jetzt hier im Rahmen nicht, kann ich vielleicht später zeigen. Das Ding, das ich mir gekauft habe, ist von der Firma Hirata aus Japan, das heißt C270, hat eine super alte Steuerung, 8-Bit, und das hier sind so ein bisschen die technischen Daten, und da sieht man, da sind schon ziemlich knackige Servos mit 200 Watt auf den Achsen drauf. Und das hat auch eine ganz ordentliche Geschwindigkeit, wie man sieht. 285 Grad pro Sekunde kann das fahren. Die B-Achse ist noch schneller. So sieht so ein Servoverstärker davon aus. Ich wollte mir die nicht neu kaufen, sondern die weiterverwenden, weil so Servoverstärker sind teuer. Da gehen Dinge schief, wenn man keine Ahnung hat, so wie ich. Das sehen wir gleich. So sieht das Ding aktuell aus. Ich habe den mal neu angemalt und ordentlich montiert. Und der Grund dafür ist, die Folien sind schlecht sortiert. Ich gehe mal eins hier rüber. Ich habe es natürlich direkt kaputt gemacht, weil, ja, hat ja viel Power. Und wenn man den Servoverstärker nicht korrekt bedient, passiert sowas. Mir ist also hier das Alugussteil gerissen und da oben der Motor, der gehört auch nicht dahin. Der ist eigentlich woanders fest. Das hier sind die zwei Teile, die gebrochen sind. Dummerweise aus Aluminium-Druckguss. Das lässt sich überhaupt nicht schweißen. Selbst, also ich habe zwei Leute, die Tick schweißen können, gefragt. Die sagen, nee, geht nicht. Aber lässt sich kleben. Aluminium kann man tatsächlich relativ gut strukturell kleben. Und das hält auch nochmal. Und sieht dann nachher ungefähr so aus. Ich habe dem ganzen Ding dann noch eine Ironman-Farbe-Lackierung gegeben. Und ja, man sieht hier diese Klebespalte. Das ist eine M5-Schraube, sind noch relativ groß, aber das hält.
zusammen. Jetzt gehe ich gerade mal hier noch zurück. Also, das Ding ist groß, das ist schwer, bewegt sich schnell. Das ist schon ein bisschen, das tötet Menschen, wenn man sehr unachtsam ist damit. Und ich habe den auf den harten Weg halt den Unterschied zwischen Torque Mode und Velocity Mode bei Servos lernen müssen. Und zwar ist das der, dass man quasi im Servo ein Kommando gibt, wo es hinfahren soll. Und das ist entweder ein Positionskommando oder ein Geschwindigkeitskommando oder halt ein Drehmomentkommando. Und ich dachte, das wäre ein Geschwindigkeitskommando. Und wenn man dann noch mit 1% Geschwindigkeit fährt, ist das ja nicht so schlimm. Aber im Endeffekt war es dann 1% Drehmoment. Und wenn keine Last drauf ist, beschleunigt das sehr schnell. Und ich habe es halt geschafft, dass das ganze Ding sich einmal komplett so überschlagen hat. Deswegen die Reparatur. Genau, geht ziemlich einfach kaputt, wenn man Unsinn macht. Macht aber viel Spaß zu reparieren. Die Kinematik selbst ist auch ein bisschen blöd, weil durch diese zwei Arme, die das ganze Ding hat, hat das eine Singularität, über die schwer drüber zu steuern ist. Das kann ich dann der Demo zeigen, wen es interessiert. Genau, und was bleibt jetzt noch übrig? Ich habe die Steuerung immer noch nicht fertig gebaut. Also ich laufe das Ding mit Linux CNC, um das zu steuern. Und im Torque-Mode, um das zu steuern, braucht man sehr schnelle Regelraten für die PID-Loop und das möchte ich jetzt in Hardware bauen. Da brauche ich dann noch so einen Frequency-Voltage-Converter für, damit das Ganze sauber sich im Velocity-Mode regeln lässt. Dann muss man natürlich alle Achsen noch ordentlich PID-tunen. Das ist auch gar nicht so trivial, die so hinzubekommen, dass sie nicht zittern, aber trotzdem schnell laufen, keine hohe Regelabweichung haben und solche Dinge. Genau, dann mag ich eine Lampe dran bauen, eine Kamera dran und dann mir Bauelemente angucken und die mit einem Vakuumsystem ansaugen und noch Platinen setzen. Das ist irgendwie nur so das Fernziel von der ganzen Geschichte. Glücklicherweise haben da viele Leute schon Software für geschrieben. Es gibt diese Fireside-Bibliothek und Open Pick and Place und das hoffe ich da irgendwann mal zu integrieren können. Genau, das war soweit mein Roboterprojekt. Cool. Dankeschön, Carsten. Jetzt kommt T, der was über das Eisenbahnbetriebsfeld in Darmstadt erzählt. Du darfst das gerade mal hier dran stöpseln. Und danach darf sich mal der BSEP bereithalten, der uns was über BGP und die Leistungsdiagnostik davon erzählt. So, du musst das hier drüben noch umstellen. Hi. Ich bin der T. Man erkennt mich üblicherweise an den blauen Haaren, die ich heute leider nicht vorzuweisen habe. Ich wurde gestern Nacht gefragt, ob ich einen Lightning Talk halten möchte und bin demnach unvorbereitet. Ich habe die Folien über Nacht zugeschickt bekommen und konnte gerade mal so meinen Namen eintragen, damit ihr wisst, wer ich bin. Dementsprechend möchte ich mich jetzt schon für das improvisierte PowerPoint-Karaoke entschuldigen. Aber ich tue, was ich kann. Also, es geht um zwei kleine Themen, das Eisenbahnbetriebsfeld selbst, das wir hier in Darmstadt haben und der zweite Teil sind so die Grundlagen von dem Bahnbetrieb als Crashkurs. So, bevor ich irgendwas Falsches sage, sage ich an bestimmten Stellen lieber nichts dazu. Also erstmal, das Eisenbahnbetriebsfeld selbst hat quasi drei Unterstützer, das ist auf drei Säulen gebaut, nämlich einmal DB-Training, die dort unter anderem Aus- und Weiterbildungen durchführen für verschiedene Kunden. Dann einmal von der TU Darmstadt, der Fachbereich Bauingenieurswesen und Geodäsie im Fachgebiet Bahnsystem und Bahntechnik, die das unter anderem für diverse Veranstaltungen an der Uni stattfinden, benutzen. Und dann der Akademische Arbeitskreis Schienenverkehr e.V., zu dem ich mich jetzt zähle. Gut, kurz ein kleiner Exkurs. Die Geschichte des Eisenbahnbetriebsfelds Darmstadt begann 1914, als die erste Anlage an der damals noch Technischen Hochschule Darmstadt... Naja, Geschichte eben.
Ja, seit 2006 haben wir das neue EBD, so wie es jetzt da steht. Es gibt einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür, falls ihr mal reinkauen wollt. Was man da so machen kann, erfahrt ihr gleich noch im Laufe des Vortrags. Genau, nämlich unter anderem die Simulation des Bahnbetriebs. Und dazu haben wir eine große Modelleisenbahnanlage, die die grundsätzlich den Bahnbetrieb simulieren kann, quasi in Echtzeit. Also die Geschwindigkeit der Züge ist dann entsprechend runtergerechnet, damit die in einer einigermaßen sinnvollen Zeit von einem Bahnhof zum anderen brauchen. Und dort kann man dann natürlich auch ideal Abweichungen und Störungen. Lokführer ist gestorben. Simulieren. Da steht der Zug da halt erstmal. Braucht man einen Ersatzzug. Gut, zweite Möglichkeit, man kann die Disposition simulieren, das, indem man halt Disponenten im Raum hat, die dann plötzlich telefonisch irgendwelche Störungsfälle gemeldet bekommen, von denen sie hoffentlich schon mal gehört haben und dann irgendwelche Leute irgendwie und ja, abgefahren. Das sind üblicherweise die Leute, die entscheiden, welcher Zug wird irgendwie ersetzt, wo steht irgendwas, was kann man, was für Möglichkeiten hat man, um den ICE trotzdem noch einigermaßen pünktlich nach Hamburg zu bringen. Und man kann eben die Steuerung simulieren. Wir haben ganz viele verschiedene Stellwerksformen auf dem Eisenbahnbetriebsfeld der unterschiedlichsten Generationen. Die können besetzt werden und mit denen und der Software, die wir dann nachgebildet haben, kann man die Weichen stellen und den Zugbetrieb aktiv am Laufen halten. Ein paar Zahlen. Der Streckenmaßstab ist 1 zu 250. Insgesamt haben wir also umgerechnet rund 85 Kilometer Strecke abgebildet. Wir haben 360 Weichen und Gleissperren und 13 Bahnhöfe. So ungefähr würde die Strecke, die wir auf dem Eisenbahnbetriebsfeld haben, ungefähr in einer topografischen Darstellung aussehen, wenn man das denn wollte. So, die Stellwerksbauformen, die wir im Eisenbahnbetriebsfeld haben, sind fangen an vom mechanischen Stellwerk, das um 1900 noch im Einsatz war und teilweise auch jetzt noch im Einsatz ist. Bis zum elektromechanischen Stellwerk, Drucktastenstellwerken und dem elektronischen Stellwerk. Also quasi alle Formen von Stellwerken, die im Groben relevant sind. Also jetzt mit Ausnahmen von vielleicht verschiedenen Typen, im Prinzip sind die so wie da. Entschuldigung, mein PowerPoint reagiert nicht. Ich musste PowerPoint auch extra installieren, weil ich hatte es nicht... gleich drei Folien auf einmal. Krass. Okay, die technische Konzeption des EBD sieht so aus. Dazu kann ich nicht so viel sagen, aber prinzipiell hängt halt unter den Weichen oder sowas Platinen, die die Signale weitergeben an einen Server. Und dann gibt es noch Fahrsteuerung, Fahrplansteuerung, die halt, also zum einen der Fahrplansteuerung halt einen bestimmten Fahrplan haben, der halt möglichst eingehalten wird. Also es kann, ist auch vollkommen möglich, den Bahnbetrieb quasi komplett auf einem Fahrplan fahren zu lassen. Das heißt, der Zug wartet dann halt und fährt nicht einfach, obwohl die Weiche eingestellt ist. Hat zur Folge, wenn man dann so einen riesen Hebel umlegt von so einem Alttechnik, von so einem mechanischen Stellwerk, dass dann so eine kleine Modelleisenbahnweiche Klick macht. Das ist ziemlich lustig. So, genug zum Eisenbahnbetriebsfeld. Ein paar Grundlagen des Bahnbetriebs, damit man noch weiß, wofür braucht man das oder wofür ist das da. Unterschiede zwischen Eisenbahn und Straße sind relevant. Wir haben natürlich auf der Straße, dadurch, dass man Gummi auf Asphalt hat, einen recht hohen Reibbeiwert, der natürlich dafür sorgt, dass man einen kurzen Bremsweg hat. Das hat man mit Metall auf Metall bei einer Eisenbahn nicht. Da ist der Bremsweg sehr lang. Deswegen kann man da nicht auf Sicht fahren, weil wenn man eine Kurve vor sich hat oder sowas, weiß man nicht, was da hinten steht. Und wenn man es sieht und dann erst anfängt zu bremsen, ist es zu spät.
Deswegen fahren die auf Signal. Die Richtung wird entschieden durch Weichen, nicht dadurch, dass man ein Lenkrad dreht. Und dadurch ist es auch nötig, dass man den Fahrweg, der eingeschlagen wird, also rechts an der Weiche zum Beispiel, steuern muss. Und beides muss irgendwie technisch gesichert werden, weil es wäre schon kacke, wenn jemand eine Weiche umstellt und der Zug fährt da drüber und dann wird die Weiche wieder zurückgestellt, während der Zug noch drauf ist. Das will man nicht. So. Ich wollte schon immer mal einen Vortrag hier halten, aber ich hätte mich gerne vorbereitet. Genau, also die Weichen müssen umgestellt werden. Das ist so der erste Schritt. Man stellt erst alle Weichen ein, so wie man sie braucht. Und dann muss man diese Fahrstraße, die aus mehreren Weichenketten, also mehreren Weichen besteht, irgendwie festlegen. Das kann man machen, aber was hindert einen daran, dass man diese Festlegung wieder rückgängig macht und dann die Weichen wieder? Das führt so weit ins immer weiter. Deswegen muss man diese Festlegung danach auch elektrisch festlegen. Das heißt, mit dem bisschen elektrisch, das man damals halt hatte, hat man dafür gesorgt, dass man diese Festlegung nicht einfach so wieder auflösen kann, sondern erst, wenn der Zug nun den relevanten Abschnitt, also quasi bis hinter die letzte Weiche, die für diese Fahrstraße relevant ist, befahren hat, also wieder weg ist. Und dann erst löst sich das auf und dann kann man die Fahrstraße zurückstellen und so weiter. So, wofür wird ein Fahrdienstleiter benötigt? Der Fahrdienstleiter ist nämlich dazu, der wird dazu benötigt, dass er die Fahrstraße einstellt und muss dann durch die ganzen technischen Sicherungen, die dort möglich sind, auch sicherstellen, dass man Gefährdungen vermeidet. Zum Beispiel, dass ein Zug, der hinter dem relevanten Zug, den wir gerade in Gedanken haben, direkt hinten dran fährt und unter Umständen dem dann hinten drauf fährt, weil der gerade an einem auf Halt zeigenden Signal hält. Und natürlich die Gefährdung von vorne. Bei einer eingleisigen Strecke zum Beispiel wäre es kacke, wenn die von beiden Seiten befahren wird. Das Ganze wird unter anderem dadurch gesichert, dass man verschiedene Blockabstände hat und in einem Block halt immer nur ein Zug ist. Und solange dieser Zug diesen Block und einen bestimmten Gefahrpunktabstand dahinter, wenn er aus diesem Bereich hinaus ist, erst dann kann dieser Block weiter befahren werden. Ja, das war es im Prinzip schon von mir. So, Dankeschön, T. Jetzt kommt Besep, der euch was über BGP-Leistungsdiagnostik erzählt. Danach darf sich der Lino bereithalten. Ist er denn da? Lino, bist du da? Das sieht nicht so aus. Dann darf sich danach der Hendrik bereithalten. Wir sind so langsam am Ende von unserem Slot, aber wir haben noch so eine 15 Minuten Pause, die eigentlich gedacht ist, um den Raum zu räumen und die anderen dann reinzulassen. Wenn wir das nachher ganz, ganz schnell hinkriegen, dann kriegen wir da bestimmt noch ein oder zwei Talks unter. Bist du soweit? Ja, das hatten wir vorhin schon mal, dass sich das verabschiedet. So, funktioniert das? Das sieht gut aus. Bitteschön. Genau, ich bin selber Sportler und da es auch ein bisschen hier um Medizin geht, machen wir heute ein bisschen Sportmedizin. Also es geht um BGP-Leistungsdiagnostik. Wem sagt denn BGP was? Das ist prima. Dann ist es vielleicht interessant für euch. Wir wollen uns nämlich beschäftigen mit der Leistungsmessung von Open-Source-BGP-Implementierung. Da gibt es ja so ein paar und da gibt es auch ein paar neue. Die Logos habe ich hier auf der ersten Seite drauf. Also heute geht es um Sportmedizin im weitesten Sinne. Warum braucht man BGP? BGP ist das Internet-Routing-Protokoll und wenn man mehrere Netze im Internet miteinander verbinden möchte, müssen die BGP untereinander sprechen. BGP dient dabei dem Austausch von Routen zwischen sogenannten autonomen Systemen. BGP kann man jetzt in verschiedenen Disziplinen spielen. Nämlich drei Stück. Einmal ist Routing Daemon, das läuft dann auf einem Rechner, auf einem Linux-Rechner, der ins Internet angeschlossen ist, um die Verfügbarkeit von anderen Netzen zu empfangen und die eigene Routing-Tabelle zu füllen. Innerhalb von AS, also innerhalb von autonomen Systemen, kann man BGP-Implementierung als Route-Reflektor verwenden oder auch als Route-Server, dann an einem Internet-Knotenpunkt. Das sind alles Anwendungen, die man macht,
damit man weniger separate TCP-Verbindungen haben muss zwischen den ganzen Routern, die es im Internet gibt, sondern dass man zum Beispiel die dann an einem zentralen Punkt bündelt und weniger TCP-Sessions im gesamten Netzwerk hat. Warum möchte man halt da so die Leistungen ein bisschen näher untersuchen? Weil es gibt da super viele Varianten, die zu konfigurieren. Diese Implementierungen haben teilweise eine Turing-vollständige Konfigurationssyntax und da kann man dann beliebig Filter und Pipes und was weiß ich und Tabellen miteinander konfigurieren. Und manchmal schießt man sich dabei halt auch in Fuß und deswegen will man das eigentlich quasi nicht in Produktion testen, sondern im Labor. Also keine Operation am offenen Herzen, sondern halt in einem Contained Environment. Dafür gibt es BGPerf, das ist ein Open-Source-Projekt, das ist jetzt nicht von mir, aber ich habe es benutzt und ich finde es cool und deswegen erzähle ich euch davon. Das hat der Wataru Ishida gemacht, der hat auch GoBGP geschrieben und das basiert auf Python und Docker. Das ist Open-Source, kann man sich bei GitHub runterladen. Und im Endeffekt baut es einem so einen vollautomatisierten OP, ja. Also da gibt es so drei Statements, die man ausführen muss, wenn man das runtergeladen hat. Das ist halt alles Python mit ein paar Libraries, die dann für einen die Docker-Container erstellen, gucken, dass alle Dependencies in der richtigen Version vorliegen und so weiter. Und dann kann man quasi mit einem Kommando den Benchmark ausführen. Also standardmäßig kann man damit GoBGP benchmarken. Das Gute ist, das ist auch sehr transparent, also schreibt die ganzen Konfigurationsdateien, die generiert werden und so weiter, alle in ein Temp-Verzeichnis, sodass man auch nachvollziehen kann, was da ist. Man kann es dadurch auch leicht anpassen. Das sehen wir dann später nochmal. So, jetzt gehen wir mal in den Operationssaal, so sieht es dann alles aus. Also, ganz oben haben wir quasi den Chefarzt, das ist die bgperf.py und die startet für uns drei Docker-Container. Das ist einmal ganz rechts das Target. Das ist quasi unsere BGP-Implementierung, also Bird oder Quagga oder GoBGP. Die sind alle an so ein virtuelles Netz angeschlossen. Das ist die BGPerf Bridge in der Mitte. Und dann gibt es noch einen Monitor. Den brauchen wir, um festzustellen, ob die BGP-Implementierung gut arbeitet. Die fragt quasi immer nach dem Gesundheitszustand und ob alle Routen gelernt wurden und kann dann darüber entscheiden, ob der Benchmark zu Ende ist oder nicht. Und dann gibt es den Tester ganz unten links. Das sind mehrere extra BGP-Instanzen, die halt auch in einem Container laufen und die simulieren quasi andere Router, die an den zu testenden BGP-Sprecher angeschlossen sind. Ja, so funktioniert es. Getestet, also standardmäßig dabei, sind quasi drei Implementierungen, Bird, Quagga und GoBGP. Das heißt, man kann auch einfach mit einem Kommandozeilenparameter sagen, ich will jetzt was anderes testen und alle anderen Parameter gleich lassen. Das ist eigentlich ganz cool. Es gibt da noch ein paar mehr Open-Source-Implementierungen, die da noch nicht drin sind, die ich da aber vielleicht gerne sehen würde, weil die vielleicht ganz praktisch sind. Also wenn sich jemand dafür interessiert, vielleicht ist da ja was dabei. Also ich habe selber auch schon so eine neue Erweiterung dafür geschrieben für ein internes Projekt und das ist nicht so schwer. Und wer zum Beispiel OpenDaylight mal benchmarken möchte als SDN-Controller, nur zu, das ist ganz cool. Man kann auch irgendein bestehendes Setup, was man hat, integrieren. Da muss man dann die Konfigurationsdatei anpassen, aber das geht ganz easy. Und da gibt es noch ein paar Stellschrauben, mit denen man diesen Benchmark dann tweaken kann. Also man kann die Anzahl der verbundenen Router hochschrauben oder runterschrauben, die Anzahl der IP-Netze pro Peer und auch noch so ein paar fortgeschrittene Sachen mit Filtern, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht erklären kann. Und das sieht dann so aus, da wird quasi dann auf der rechten Seite der Tester-Docker-Container ersetzt und halt die externe BGP-Implementierung direkt angeschlossen. Soweit, so gut. Dann wäre ich auch durch. Vielen Dank. Dankeschön. Dann haben wir jetzt den Hendrik. Der erzählt noch eben schnell irgendwas mit WLAN. Und danach räumen wir so schnell es geht diesen Saal, damit die nächste Veranstaltung hier rein kann. So. Ja, ihr dürft ruhig mit einsteigen. Sehr schön, das sieht doch ganz gut aus. Ja.
Nur noch Sekunden. So, bitteschön. Gut, dann mache ich es karaoke-mäßig und da. Ich fühle mich ein bisschen verarscht von dem Scheiß. Ja, ich glaube, ich mache es ohne Vollbild. Was? Hey, jetzt, what the fuck? Ja, es geht darum, ich will ein bisschen was zu WLAN und USB 3.0 erzählen. Und ja, ich habe noch 6 Minuten, das reicht, das ist cool. Und zwar, das sind so 2 Haustiere wie Hund und Katze, die eigentlich sich ganz lieb vertragen, aber wenn sie sich nicht vertragen, dann kratzen sie sich gegenseitig die Augen aus. Erstmal, das Ganze basiert auf einem Intel White Paper vom April 2012, also ist nicht mehr so ganz neu, diese Erkenntnis. Einmal haben wir das Problem des 2,4 GHz ISM-Band, also nicht nur WLAN, sondern auch andere Devices wie Mäuse, die irgendwie oder irgendwie über Bluetooth funktionieren oder irgendwelche anderen proprietären Protokolle, sind davon sozusagen betroffen, weil wir haben nämlich ein Mindest-Signal-to-Noise-Ratio, was wir brauchen, damit wir überhaupt die Daten, die dort empfangen werden, demodulieren können. Und zwar, USB 3.0 hat ungefähr 5 Gigabit pro Sekunde Signaling Rate. Wenn wir uns das mal so die Sync-Function davon angucken, das sieht ja schon irgendwie nicht so ganz schön aus. Das ist erstmal, muss man erstmal so gucken und, warte mal, das gucken wir uns mal genauer an. Weil das ist so der Standardaufbau, den man normalerweise hat, wenn man sich irgendwie in ein USB 3.0-Gerät anschließt und dann noch einen Wireless-Receiver hat. Und normalerweise sind ja die USB-Anschlüsse alle recht dicht zusammen und dann stürzt sich das Ganze wieder irgendwie. Und genauer angeguckt haben sich die Leute von Intel das dann so, sie haben eine Kammer aufgebaut, eine abgeschirmte, haben dort eine Festplatte reingemacht mit USB 3.0, haben einfach mal eine Probe daneben gelegt und haben einfach mal Daten transferiert und haben mal geguckt, wie sieht das denn eigentlich aus. Das sieht so aus. Und das sieht ziemlich scheiße aus. Ich meine, also das sind jetzt, wie viel sind das? 20? Ungefähr 20 dBm mehr irgendwie an Signal und dann auch nicht nur irgendwo, sondern genau zwischen 2,4 und 2,5 Gigahertz. Das ist echt nicht schön. Dann hatten sie nämlich einen Testaufbau gemacht, wo sie dann einfach einen USB 3 und 2 Port direkt nebeneinander genommen haben, eine USB-Festplatte und einen Mausdongle und haben dann einfach mal den Kram wegbewegt und haben voll wissenschaftliche Daten dazu gemacht. Funktioniert, funktioniert ein bisschen, funktioniert nicht. Und man sieht schon, so allein durch die Tatsache, dass die Festplatte nur verbunden ist und noch keine Daten transferiert, was ja eigentlich gar kein Traffic ist, also im Verhältnis zu was möglich ist bei USB 3.0, funktioniert der Kram schon bei irgendwie 3 Fuß Abstand nicht mehr. Und das ist schon irgendwie eine gewisse Beeinträchtigung in dem Bereich. Daraufhin haben sie 4 Testcases gemacht. Einmal haben sie die Festplatte so genommen, wie sie ist, ohne Shielding. Dann haben sie ein bisschen den Festplattenkonnektor geschildet und die Platine drumherum. Bei 3 haben sie dann also zumindest die ganze PCB geschildet und Case 4 einfach mal das Ding in Alufolie gegossen. Und so sieht das dann aus. Case 1 ist der bekannte Testcase mit dem ungeschildeten und man sieht, je weiter wir den Kram einpacken, desto schöner wird das mit dem mit der Abschirmung und mit dem Störfaktor, dass wir dann irgendwann noch bei noch weiter unter als minus 110 dBm sind und das ist eigentlich schon akzeptabel, weil es ist eigentlich so gut wie Rauschen. Aber trotzdem kann man dann noch ein bisschen optimieren, haben die sich gedacht und haben dann den Network Connector genommen und zwar, wie man da jetzt sehen kann, gibt es welche, die hinten offen sind und es gibt welche, die hinten abgeschlossen sind. Und wenn man da dann den Network Connector auch noch tauscht auf beiden Seiten und gegen so einen abgeschlossenen, vollgeschirmten abändert, dann kommt man dann nochmal weiter runter. Und das ist jetzt, glaube ich, nur, wo sie nur den Connector geschirmt hatten.
Das erklärt sich dann wahrscheinlich daraus, dass diese Störungen sich so stark minimieren lassen durch den geschielten Connector, dass im Connector diese Übergangswiderstände dafür sorgen, dass dort entsprechend das Noise Ratio höher wird aufgrund der Übergangswiderstände. Da haben sie das dann ein bisschen rausoptimiert. Also wenn ihr USB-Geräte baut mit hohen Datenraten und ihr wollt trotzdem noch irgendwie eure Geräte mit 2,4 GHz betreiben, bitte stimmt den Scheiß ab. Das wäre sehr toll. Dankeschön. Dankeschön für den Vortrag. Danke euch fürs Zuschauen, Zuhören. Danke allen Vortragenden. Schade für die, die nicht mehr dran kamen. Vielleicht kriegen wir noch einen Slot. Bitte räumt den Raum schnell, dass der nächste Vortrag starten kann. Dankeschön.